Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Helger und dem Sale Trader und mit Ihnen. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute alle live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und wir wollen direkt auch losstarten. Aber der Risikohinweis vorher muss sein, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig von Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das ist ganz wichtig. Ja? Okay, dann, lieber Dirk, übertrage ich sehr gerne den Bildschirm. Ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Tja, dann sage ich doch schon mal. Ah, danke darf man, glaube ich, nicht sagen. Ne? Das muss ich nur mal gucken. Habe ich jetzt den richtigen Bildschirm wieder? Ah, das ist ja nur umgestellt. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir da jetzt rauskommen. Verdammt. Zeigt mich hier leider auch nicht an, welcher Bildschirm das sein wird. Das ist natürlich echt ein bisschen doof jetzt. Weißt du, ich habe jetzt nur irgendwie das natürlich Sorge, dass jetzt hier dann irgendwie die ganzen Namen und so weiter zum Vorschein kommen. Moment mal. Das wäre natürlich Normalerweise nicht. blinkt es am Rand, wenn du bei der Auswahl bist. Oh ja, da blinkt irgendwie gar nichts. Da blinkt leider nichts. Vorher war es immer die 3. Zeig mal nicht an, welche Bildschirme es sind. Ach, ich mache jetzt einfach irgendeinen und dann werden wir sehen, ob es passt. Ah, jetzt blinkt was, Moment. Okay, das ist der falsche. Das ist der richtige. Gut, jetzt die ganze Zeit hat es nicht geblinkt. So. Das heißt, jetzt sollten wir dann genau das richtige Bild dann auch haben. Sehr gut. So. Gut, nee, das war vorher immer die 3, jetzt ist es die 2, seit der Umstellung hier. So, nachdem der Nelson so müde klingt, versuche ich mal ein bisschen unmüder, ein bisschen wacher zu klingen. Aber das ist natürlich auch ganz Frechheit. angenehm zu. Nein, das ist doch völlig okay. Ich habe ja nicht gesagt, irgendwie schläfrig. Ich habe nur gesagt, müde. Schläfrig wäre böse, müde ist doch okay. Das darf man um die Zeit auch sein, bei dem Wetter, das ja auch irgendwie schon mal besser war am Wochenende. Von Ich daher ist hätte das sogar eine völlig. Entschuldigung, aber interessiert jetzt keinen. Ja, komm raus damit. Es hat was mit meinem Sohn zu tun. Mit was? Mit meinem Sohn. Ah, okay. Ja, gut, das ist immer eine gute Entschuldigung. Das ist in Ordnung. Ich habe keine. Ich habe keine bessere als sonst auch, also, dass ich halt einfach, ich weiß auch nicht. Reden wir nicht drüber. The show must go on und so, ne? Also, heute, ich habe es gerade schon gesagt, leider auch nochmal schon wieder mit und ohne Bild. Weil ich halt hier ja irgendwie was umgestellt habe, kabeltechnisch, und da hat halt irgendwie das Kabel nicht gereicht. Da fehlen immer noch 20 Zentimeter, weil die Kamera genau dazwischen durchguckt und das Stativ nicht hoch genug ist. Und deswegen würde man jetzt von hinten nur die Monitorrückseite sehen. So, und da das keiner braucht, machen wir es halt noch einmal ohne Kamera, beim nächsten Mal ist dann wieder alles ganz normal. So, nichtsdestotrotz erstmal ein offizielles Hallo und herzlich willkommen von meiner Seite hier heute zum Live-Trading. Möglicherweise hoffe ich doch, dass wir hier den Einstieg finden in den beiden Märkten, wie üblich, den DAX und dem DAU. Wobei ich mir mit dem DAX da nicht wirklich sicher bin, ob das es, eine gute Idee ist, den zu handeln. Ich fange halt wie immer mal an. Hier mit den Bildern aus dem H1, die es ja bei mir auch im Blog gibt. Und da sieht man schon auf der rechten Seite, ja, wir hätten besser heute Nacht das Webinar gemacht. Und dann wären wir jetzt eigentlich schon ganz locker fertig und könnten wahrscheinlich den Trade ein paar Stunden laufen lassen. Weil was man hier natürlich sieht, ist halt hier unten grüne Linie. So, was macht er? Stürzt sich dahin und grün ist grün. Grün heißt Support. So, das hält erstmal. Wie weit das jetzt reicht, wird man jetzt halt mal sehen. Ne? Also, das ist halt natürlich immer die große Frage. Aber vom Prinzip her hat das schon so sehr, sehr deutlich gepasst. Ich hatte ja auch einen Blog geschrieben. Ich war halt gestern echt so ein bisschen arg lange am Arbeiten und habe mich da halt sehr kurz gefasst und habe ja auch noch gesagt, so die Levels sind ja soweit klar und auch aktuell. Ja, und man sieht auch, das war auch so hier oben. Das war also die erste Hürde, die er gehabt hat, hier der DAU, nachdem die 35.000 erreicht wurden, die ich eigentlich schon gerne am Freitag gehabt hätte. Aber vielleicht da auch nochmal ein kurzer Rückblick zum Freitag. Also hier waren die NFPs, das kleine, schmale, schwarze Kerzchen hier. Und da hatten wir halt auch so diverse
Meinungen, was jetzt halt den Markt angeht. Ich habe ja gesagt, als der da runterkam, also hier diese Zone generell long an der Stelle und die Daten waren halt nicht so klasse und habe am Freitag dann auch noch gesagt, macht überhaupt gar keinen Sinn im Daytrading da halt drauf zu setzen, dass halt irgendwie fundamentale Sichtweisen sich da halt irgendwie großartig niederschlagen. Ne? Und habe das ja auch weit ausgeholt, das mache ich jetzt natürlich nicht nochmal ganz. Und deswegen hatte ich ja halt auch gesagt, hier erstmal höchstwahrscheinlich Feierabend. Im schlimmsten Fall gehen wir hier unten ein Stück weit tiefer und ziehen aber dann nachher halt zur Kasseröffnung wieder hoch. Und was hat er gemacht? Er ist halt Kasseröffnung, kleines neues Tief hier an der Stelle und dann halt direkt hoch, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und als er dann auch hier oben drüber noch gestrandet ist, in dieser Zone, die hatte ich auch gezeigt, beziehungsweise hier war dann halt auch ein Level, was er sehr genau genommen hat, das war einfach nur eine Fibo-Projektion. Mehr war das gar nicht. Und als er da schon drüber gelaufen ist, da habe ich mir schon gedacht, komm, das wird, der kommt auch nicht mehr runter, sondern zieht direkt weiter und war dann im Endeffekt auch so. Ne? Ich hätte halt echt gedacht, wir sehen die 35 am Freitag noch, aber wir haben es dann gestern gesehen und eigentlich sehr, sehr sauber halt alles. Dann nach oben gelaufen und der rutscht nach unten. Gut, der war jetzt ein bisschen arg, der hätte jetzt so nicht unbedingt sein müssen, aber okay. Dafür haben wir dann jetzt über Nacht hier dieses Support-Level, was sich dann am Freitag dann auch gebildet hat, entsprechend jetzt mal abgeholt und jetzt versucht der Markt halt wieder nach oben zu drehen. Wenn man sich halt den Tageschart anguckt, ich gebe das hier gerade nochmal frei, also für diejenigen, die das Add-on haben, aber keine Lizenz, Add-on hat ja grundsätzlich jeder, beziehungsweise Zugriff darauf und der kann sich das dann hier auch in seinem Chart 1 zu 1 angucken. So, genau, was wollte ich zeigen? Den Daily, um da auch mal noch kurz drauf einzugehen. Da, der sieht natürlich jetzt erstmal ein bisschen wüst aus. Ne? Man sieht dann jetzt hier so ein Shootingstar da oben an der Stelle. Und da denkt man immer so, wow, jetzt geht halt gar nichts mehr, jetzt bricht halt irgendwie alles zusammen. Aber beim Shootingstar ist es echt nicht selten so, dass man da halt hier oben einfach, hoppla, einen Pfeil dran malen kann, wo die Reise weiter hingeht. Und das wird man ganz oft feststellen, also gerade in den Indizes, gerade im DAO, das ist eigentlich halt echt so der Klassiker. Deswegen sollte man sich da nicht so wahnsinnig von beeindrucken lassen, nach dem Motto, hier oben ist jetzt Schluss und wir brechen jetzt darunter. Also ist höchst selten tatsächlich. Also man sagt ja immer, also grundsätzlich, was heißt man sagt oder man lernt, glaube ich, wenn man halt mit dem Trading irgendwie beginnt, relativ früh. Ein Hammer ist ein Long-Signal, ein Shooting-Star ist ein Short-Signal. Und das genaue Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Das kann man sehr, sehr leicht halt auch überprüfen. Also das hat einfach, der Hammer ist so ziemlich das schlechteste Long-Signal und Shooting-Star ist so ziemlich das schlechteste Short-Signal. Deswegen von sowas einfach nicht beeindrucken lassen. Und wenn man den Chart sich mal durchguckt, auch im Daily, egal letzten Endes in welchem Timeframe, wird man ganz oft sehen, wenn man sowas hat, hat man anschließend eine Kerze, die halt einfach hier oben drüber schließt. Und deswegen, ich meine, es kann natürlich, ganz klar, ne, weil wir jetzt halt, was wir halt sehen, wir hatten hier unten die Range und so gucken, dass ich hier nicht im Bild drin bin. Wir hatten hier unten die Range. Wenn man sich da jetzt mal als Beispiel die Oberseite halt mal markiert und da kann es halt schon sein, dass wir da halt noch mal hin zurücklaufen. Kann sein, muss aber nicht. Ne? Hoppla, jetzt will er hier nicht mehr. Ist keine Lust mehr, sich markieren zu lassen. Ne, also es kann passieren, dass wir da halt nochmal irgendwie drauf aufsetzen oder halt auch tatsächlich nochmal reinstechen. Möglich, aber typisch wäre es jetzt eigentlich nicht unbedingt, ne? Weil die hat halt doch ein paar Tage gehalten, hat sich dann sauber nach oben aufgelöst und er sollte es besser lassen, da halt irgendwie nochmal dran zu gucken, wenn er halt weiter steigen will. So, da werden natürlich einige sagen, boah, nicht immer hoch. Und ja, klar, ich meine, aber was soll man machen? Es bringt ja nichts, irgendwie da halt permanent dagegen zu halten, wenn man sich das mal anguckt. Ne? Klar, steigt halt ohne Ende, aber das heißt ja nicht, dass es nicht einfach noch weiter steigen kann. Und solange das so aussieht und vor allen Dingen, solange wir jetzt auch über diese Range halt hier hängen, ne, ich meine, das ist jetzt natürlich auch schon wieder 1000 Punkte, sind das von hier oben bis darunter, aber solange wir hier oben drüber stehen, ist halt eben long angesagt. Ne? Und das ist halt, dann macht halt auch wenig Sinn, sich da großartig dagegen zu stellen. Also das hier, wie gesagt, im Daily
wo man aber eigentlich ansonsten jetzt nicht so wahnsinnig viel sieht. Deswegen bleibe ich da halt auch wie immer in meiner Betrachtung erstmal auf dem H1 stehen. So, und hier sehen wir halt gerade halt hier, ne, diesen Support jetzt erstmal geholt. Schließt das hier war die alte Projektion, die 161,8 und das nächste eigentlich plausible Level. Wenn auch jetzt hier noch nicht so wahnsinnig viel passiert ist, aber er wehrt sich doch immerhin seit ein paar Stunden. Hier auf diesem Niveau hat hier gerade über dem Hoch, also was wir halt im Kassa gesehen haben, über diesen Support, den er hier gebildet hat, nochmal geschlossen. Und das heißt eigentlich, dass die nächste plausible Anlaufstelle wäre natürlich dann erstmal die Geschichte hier, also wo heute Nacht nicht weitergekommen ist. Und dann halt darüber dann entsprechend auch nochmal die 880, 900. Und da muss man halt mal sehen, wie die ganze Geschichte weitergeht. Aber das mehr sehe ich da momentan nicht. Das heißt, wenn wir hier drüber schließen, könnte man eigentlich drüber nachdenken, halt mit einer kleinen Position auch direkt long zu gehen, die man aber im Zweifelsfall bis hierhin ungefähr aushalten sollte. Also wenn man jetzt nicht nur einen Scalp machen will, sondern entsprechend hier oben dann auch nochmal hin will. Also hier wäre ohnehin klassisch SL, also Stop Loss hier unter die letzten Tiefs. Ein bisschen Übertreibung tut nicht weh. Und da muss man dann im Zweifelsfall halt ein bisschen Geduld haben für so eine Nummer. So. Oh, hier ist gerade ein bisschen laut. Ich hoffe, man hört das nicht. Draußen wird irgendwie, weiß ich nicht, was die da machen. Genau, so dann der DAX. Meine Güte. Ne? Also das ist wirklich. Der bereitet mir eigentlich nur noch Schmerzen. Da hatte ich am Freitag, habe ich auch schon gesagt, wo er dann halt hier nach oben ausgebrochen ist. Aber ich sehe es schon kommen. Wir stranden schon wieder hier unten im Gap und schon wieder in der Range. Und was macht er? Er strandet dann heute Nacht schon wieder hier in dieser Range und hier am Gap. Das ist wirklich schwer auszuhalten, finde ich. Ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, der das so sieht. Und weil wir jetzt einfach schon in der sechsten Woche, in der sechsten Woche, das muss man sich mal überlegen, sich jetzt, uns jetzt hier mit dem gleichen Bereich befassen. Und von daher weiß ich gar nicht, ob das viel Sinn macht, hier einen großartigen Trade irgendwie einzugehen. Was halt hier so ein bisschen auffällt, ist jetzt auch hier im Gap, also fast auf der Unterseite. Also das ist ein altes Gap, ne? Muss man jetzt dazu sagen. Das ist auch entsprechend jetzt schon irgendwie 5 Wochen alt oder so. Und da befasst er sich immer wieder damit, mit dieser Geschichte. Und da wäre noch ein bisschen Luft nach unten drin. Das heißt, sollte der hier runterkommen, als Beispiel halt so in dem Bereich hier unter das Gap, die Farbe ist natürlich falsch, dann könnte man da mal überlegen, tatsächlich dann einen Long einzugehen und einfach nochmal mit dem Versuch, dann halt über das Gap dann halt auch nochmal rauszukommen. Also das heißt hier vielleicht nicht allzu viel drunter. Jetzt mal gucken. Hier so ein bisschen in diese, in den letzten Peak da unten rein, irgendwo. Die 150, das sind 100 Punkte, das wäre natürlich jetzt nicht gerade wenig. Ich gebe das auch mal gerade so frei, mache die Zone nachher wieder weg. Wäre nicht gerade wenig, aber auf der anderen Seite halt völlig legitim. So, also hier sind wir bei. Warum wird das hier nicht angezeigt? Ich muss hier mal irgendwie eine neue Version draufbringen. 614 ist es hier, 140 an der Stelle. So, dann gehe ich mal rüber. So, machen wir hier den, das ist der Dow und hier haben wir den DAX. Also wenn er das machen sollte, jetzt mal ein bisschen hier im Auge behalten. Hier müssten die Levels dann jetzt auch gleich zu sehen sein. Noch eine Minute. Also ich würde halt jetzt hier um Punkt 9 eigentlich irgendwie gar nichts. Also sehe ich halt wirklich nicht viel. Und das Einzige, was man sieht, ist ja halt hier einfach so ein bisschen seitwärts geschrubbe. Und das ist hier mal größer, dass wir oben auch den H1 haben. Also von daher gut möglich, dass wir da halt drunter stechen erstmal oder aber wir laufen direkt so. Also im DAX ist halt wirklich. Das ist ja halt, das ist ja Würfel, ne? Also letzten Endes, ich meine, guck sich das mal an. Das sind Tageskerzen. Das ist wirklich bitter. Also ich meine, was er halt macht, zumindest mal, das ist, also hier die harte Grenze ist im DAX. Moment, ich mache mich mal kurz da unten weg. Also wenn halt so hier die harte Grenze ist,
im Daily. Also das war ja halt vom Prinzip immer der Bereich, wo er dran abgeprallt ist die ganze Zeit, dann drüber geschlossen, dann Fehlausbruch nochmal und dann hier nochmal genau dran und dann wieder runter und jetzt halt wieder drüber geschlossen. Dann wäre es schon recht naheliegend, wenn wir heute nochmal entsprechend den Tag dann halt auch im Plus beenden. Er müsste es halt nur mal machen. Ja, also generell, wenn man sich die hier mal anguckt, diese Tageskerze und oh, komm schon. Und muss man sich das ja halt, also was jetzt gerade läuft, die muss man sich einfach erstmal als Platzhalter vorstellen. Das ist ja noch keine Kerze, sondern es ist ja nur die Stelle, wo die Kerze hinkommt. Und das heißt, wir schweben ja schon noch hier in dem Freitag. Ne, da sind wir irgendwie gerade mal irgendwie kurz unter das Tief vom Freitag drunter. Und der kann schon auch entsprechend ganz da oben rauslaufen oder beziehungsweise halt auch da oben enden. Gar keine Frage. Weil das Ding ist, irgendwann muss er ja halt mal irgendwo hinlaufen. Wir können ja nicht das ganze Jahr jetzt hier in dieser Range rumstehen. Und was heißt, möglich ist alles, ne? Also wir reden ja hier über den DAX. Ich mache mein Mikro ein bisschen leiser. Ich glaube, das zerrt ein bisschen. Aber halt, man kann halt nicht wirklich eine Tendenz erkennen. Und wenn, dann hält die halt immer nur irgendwie maximal 1 oder 2 Tage. Und das ist halt das Problem. Das heißt, hier eine Position aufmachen, wo man dann sagen kann, ja gut, die lasse ich jetzt halt mal als Beispiel mal 1 Woche, 2 laufen, das wird halt überhaupt nicht funktionieren. Ne? Also da braucht man schon wahnsinnig viel Glück dafür, vor allen Dingen, weil die Richtung halt einfach überhaupt nicht klar ist. Ne? Und man sieht ja, jetzt, auch wenn es jetzt hier der Daily ist, ne? Aber das ist genau diese Grenze, diese 260, wo es halt immer wieder halt irgendwie in allen Richtungen rauf und runter dagegen geht, das hat einfach die eigentliche Mitte von dieser Range. So, und da jetzt einen Trade aufmachen, ich glaube nicht. Das ist irgendwie nicht wirklich eine gute Idee. Deswegen würde ich halt eher sagen, sollten wir da runterkommen, als Beispiel hier zu der 150, die ich da eben ja gezeigt habe, hier oben in dem Bereich, beziehungsweise ich gehe mal nochmal kurz zurück. Und gucke ich hier, richtige habe, ja. Also hier 146, sollten wir da reinstochern. Unten würde ich mich dann trauen, long zu gehen, ne, weil ich nicht glaube, dass der da einfach so durchfällt durch die Nummer hier. Zumal der Dow dann halt auch wahrscheinlich zur gleichen Zeit an die Supports kommen würde. Wie gesagt, wenn er es macht, wenn er jetzt einfach nach oben abhaut, dann halt Pech gehabt, ne, weil da komme ich auf jeden Fall nicht mehr rein in die Geschichte. Genau das gleiche halt im Dow, der mir eigentlich jetzt auch lieber wäre, hier zu handeln, aber. Wie will man da jetzt gerade reinkommen? Das ist ein bisschen schwierig. Da müsste man schon irgendwie dann sagen, ja gut, dann gehe ich halt einfach long und halte das dann halt eben bis darunter aus. Kann man machen, aber ob das dann halt hier in der Stunde, die wir halt hier irgendwie maximal haben, halt dann auch noch entsprechend dann halt aufzulösen ist. Also im Plus natürlich, das steht dann auf dem anderen Blatt. Ne? So, wenn ich gehe mal nochmal rüber, also 146, also beziehungsweise unter 187 bis 146 im DAX wäre ein Long-Versuch wert. Also, ach übrigens, Nelson, im letzten Webinar, ne, am Freitag, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ist mir noch aufgefallen, da hatte ich halt wirklich also vor dem Webinar hatte ich lustigerweise für den DAX noch Orders gesetzt gehabt. Und ich habe den ja nur im H1 besprochen und bin aber gar nicht hier ins Trading gegangen und die Position lag 40 Punkte vorne. Ich habe es nicht mitbekommen während des Webinars. So kann man es auch machen. Ja, das ist eigentlich total dumm, ne? Also ich habe es danach in Facebook habe ich dann halt den Trade noch gezeigt, aber da hat wirklich sauber das Tief erwischt. Gut, ich konnte danach wenigstens noch vernünftig auflösen, aber das war natürlich schon lustig. Habe ich auch über den DAX geschimpft und dann war er schon 40 Punkte vorne. Ah ja, so, dann schauen wir mal. Also hier Stunde, ne? Vielleicht Ich wollte gerade sagen, man könnte natürlich auch überlegen, hier Short zu gehen. Ne? Also falls er jetzt irgendwie da runterbricht. Aber das ist halt so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mir ist das halt einfach zu nah an der Mitte. Also, ne, wie gesagt, die Mitte hier bei
bei 260, kann man sagen, da ist die Mitte von dieser ganzen Range, also im Daily betrachtet, dann ist das einfach ein bisschen zu nah, um jetzt hier irgendeine Position aufzumachen, die in irgendeiner Form da halt versprechen würde, dass da halt was bei rauskommt. Also man sieht es ja auch jetzt schon wieder so ein bisschen, es sind zwar nur erst 5 Minuten um, aber nichts. Ne? Erstmal gar keine Richtung, beziehungsweise hoch. Aber jetzt mal gucken, ob da jetzt ein bisschen Druck nachkommt. Ich meine, wenn jetzt hier, wenn man halt sieht, dass es halt wirklich richtig nach unten drückt, dann kann man sich das natürlich schon mal überlegen, da eine Position, dann halt irgendwie versuchen, das Ding short dann auch mitzunehmen und dann halt zumindest mal hier unter die Lows halt runterzukommen. Jetzt passiert ja halt zumindest schon mal ein bisschen was. Aber jetzt auch erstmal gucken, was er hier am Point of Control macht. Und dann kann man ja vielleicht irgendwie in den letzten Minuten von der 15-Minuten-Kerze da versuchen, da halt reinzukommen. Also ich bin auch hier im 5-Minuten-Chart und nicht im 2-Minuten, den ich in letzter Zeit viel öfters hatte. Einfach weil halt da im M2 da halt natürlich die Vola überhaupt nicht ausreicht, um da halt irgendwas zu machen oder gar zu entscheiden. Und deswegen halt erstmal wieder im 5, wobei ich von dem normalerweise gar nicht so ein Freund bin. Weil er ist halt nicht wirklich schnell und nicht wirklich langsam. Er passt irgendwie nur ganz gut zur Armbanduhr. Aber sonst halt irgendwie auch nichts. So, ne? Hier Point of Control. Das heißt, da hatten wir das meiste Volumen über Nacht. Ja, es scheint doch immer ein bisschen was zu kommen. So. Ja, ne? Wäre dann gar nicht mal so schlecht gewesen, die Idee. So, aber trotzdem, ich halte mal noch die Füße still. Was sagt denn der Dow derweil? Naja, das gleiche in Grün. Beziehungsweise das gleiche in Rot. Ne, also das heißt, wenn man jetzt halt sowas macht, also das Beispiel hier mit einer Viertelposition, dann sollte man es wirklich dann auch skalieren. Ne? Also das heißt, nicht mit einer Position da einfach halt dagegen halten, sondern sich dann halt, weil ich, wie gesagt, ich gehe halt schon davon aus, kann natürlich falsch sein, ich weiß es, aber ich gehe schon davon aus, dass wir halt in den Märkten, also damit ist eigentlich weniger der DAX gemeint, sondern halt eigentlich viel mehr der Dow, und komplett auseinanderdriften werden sie in der Regel nicht, dass wir halt schon nochmal Reaktionen nach oben kriegen, weil ich meine, der DAX ist ja halt nicht short, ja. Also wir schweben ja einfach nur in einer Range, die im Long-Trend entstanden ist. So, und eine Range im Long-Trend heißt ja nichts anderes, was sich ein bisschen kleiner macht, ist eigentlich nur eine Pause. Ja, es ist nicht, ist kein Umkehrsignal. Und in der Regel löst es auch nach oben auf. Und im Dow hat es das Ganze ja schon gemacht. Der DAX kommt halt nicht aus dem Quark. Aber deswegen, oder beziehungsweise allein deswegen, gehe ich da halt schon davon aus, dass wir immer wieder auch Reaktionen dass wir immer wieder Reaktionen halt nach oben bekommen und der halt auch immer wieder versuchen wird, nach oben auszubrechen. Und irgendwann wird es wahrscheinlich auch gelingen. Außer natürlich, wenn gar keiner mitmacht, wenn da oben einfach partout keiner mehr kauft, sondern alle nur noch verkaufen, dann natürlich nicht, auch klar, ne? Aber ich kann ja nur davon ausgehen, was in der Regel halt der Fall ist, weil das ist ja halt natürlich auch so ein gewisser statistischer Betrachtungsgrundsatz. Und eben sich frei zu machen von Meinungen. Ne? Das ist immer so ganz schwierig mit Meinungen. Und ich sage ja immer, was interessiert mich deine Meinung, wenn mich meine eigene noch nicht mal interessiert. Und ne, weil wenn ich ja sowas halt als Beispiel hier dann halt erkläre, und das hat ja wenig mit Meinung zu tun, sondern es geht ja immer darum, woher kommt das, woher kommt diese Überlegung? Und wie relevant beziehungsweise wie wahrscheinlich ist es, dass halt entsprechend das passiert. So, und der ganze Rest ist ja egal. Also das heißt, nur weil ich der Meinung bin, die Märkte sind zu teuer oder was auch immer, und deswegen müssen die ja nicht fallen. Und umgekehrt,
auch nicht steigen. Das ist ja halt total egal. So, jetzt sind wir in dieser Zone drin. Also 146 war die Unterseite, ne? 147. So, wird dem hier halt Luft lassen, ne? Wie gezeigt. Hier mal mit zwei Positionen. Und deswegen habe ich hier den Stop jetzt auch erstmal weit weg bewegt, ne? Weil ich bin halt hier jetzt einfach nur mit einer Viertel Size halt drin. Und guck dann jetzt mal, was da halt passiert. Also wir sind natürlich jetzt hier, könnte man sagen, war so ein Short-Signal, wir sind ja unter die Range gebrochen, beziehungsweise hier unter die Supports. Ihr wisst alle, wie es ist. Das hat mit Stop-Phishing oder mit bewusstem oder absichtlichem Stop-Phishing wenig zu tun. Aber gerade in seitwärts ist das eigentlich alles immer total Schnurz. Und von daher kann der auch genauso gut da wieder zurücklaufen. Ne? Ich meine, klar, hier ist es natürlich jetzt schick. Sieht man jetzt, ne, wer mal hätte Fahrradkette oder wie es ja neuerdings heißt, hätte Infektionskette. Und hätte man natürlich hier irgendwie Short gehen können, würde jetzt 100 Punkte vorne liegen, ja. Ne? Aber ohne irgendwie großartiges Signal, das ist auch fraglich. Da wäre eher die Idee besser gewesen, die ich da vorhin hatte, wo ich sagte, ja, wenn jetzt hier mit Nachdruck irgendwie runterdrückt, dann kann man da auch Short gehen versuchen, ob man bis da unten hin dann halt runterkommt. So, jetzt gehe ich aber kurz nochmal hier ins größere Bild, um mal zu gucken, wo wir überhaupt stehen. So, ne, stochern jetzt erstmal schön da rein. Im Dow habe ich ja auch gesagt, ne, Long ja, weil er hier aufsetzt, beziehungsweise aufgesetzt hat. Ob man jetzt hier direkt nochmal Long geht, was mir so ein bisschen Schmerzen bereitet bei dem Bild hier, ist. So, also ist die zweite Position gefehlt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, das, weil er hier schon ein höheres Hoch gemacht, das könnte im Fehlausbruch enden. Ne? Gilt natürlich auch für den DAX. Der kann mich natürlich, nur weil ich jetzt hier grün gezeichnet habe, heißt es ja nicht, dass da jetzt auf jeden Fall da alles hält. Moment, ich gehe mal rüber, bevor mir hier die Position in die Ohren fliegt und nur weil der Stop falsch gesetzt war. So, Dow ist nochmal genau dran. So, ne? Hier zwei Positionen. Minimalluft gebe ich dem noch, aber jetzt nicht unendlich, ganz sicher nicht. So, jetzt gehen wir hier mal auf einen kleineren Timeframe und gucken wir an, ob wir jetzt hier ein bisschen Gegenwind dann auch bekommen. Ob die Käufer jetzt hier aktiv werden. Eigentlich müsste hier schon so ein bisschen was passieren. Aber wir werden sehen. Zweifelsfalle werde ich dann hier eines Besseren belehrt. Aber grundsätzlich finde ich die Idee schon richtig. Selbst wenn wir jetzt hier irgendwie nochmal halt irgendwie so einen Nachtreter nach unten kriegen sollten, was ich natürlich nicht weiß, finde ich natürlich auch schade. Aber ich finde es trotzdem legitim, hier erstmal halt long zu gehen. Ich würde hier, also ich setze ihn gerade mal so ein bisschen motiviert, dann ein Stück weit runter. Es kann halt schon sein, dass wir jetzt halt, wenn die 15-Minuten-Kerze fertig wird, dass da halt nochmal so ein Kick entsprechend hinterherkommt. Und dann würde ich halt eher versuchen, den unten auch nochmal zu skalieren, weil natürlich das eigentliche Tief, ganz klar, ist das hier. Ne? Also das wären halt nochmal 60 Punkte. Die würde ich aber jetzt nicht unbedingt hier gegen mich laufen lassen, sondern also nicht zumindest mal nicht mit den zwei Positionen, sondern wird dann eine rein rausnehmen und dann halt dann versuchen, unten wieder entsprechend höher zu skalieren. Das kann halt passieren, ja, aber trotzdem, das ist so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen Einstellungssache auch immer, ne? Was will man machen? Will man hier einen Trade, der irgendwie ganz schnell irgendwie fertig ist? Was fürs Daytrading natürlich hier halt auch völlig nicht nur legitim, sondern eigentlich auch richtig ist. Oder baut man sich eine Position, wo man dann sagt, na gut, die will ich eigentlich erst heute Abend rausnehmen. Und ich habe ja vorhin von der Tageskerze gesprochen, ne, hier rechts im Bild halt, und ja auch beschrieben, was das meiner Meinung nach eigentlich werden müsste oder könnte. Und dafür ist jetzt eigentlich eher der Ansatz dann halt ausgelegt, dass ich dann halt sage, ja, das ist halt eine Geschichte, die würde ich mir eher zusammenbauen und dann versuchen, heute Abend dann halt irgendwie aufzulösen. So, jetzt nehme ich mal hier einen raus von den zweien. Erstmal. Ne, die 15 Minuten ist fertig. Ne, hat man ja gesehen. Das sind halt
Zwei skalierte Positionen war das. Und einfach, das heißt, man kann ja nicht nur irgendwie skaliert kaufen, man kann ja auch genauso gut skaliert verkaufen. Ne? Das heißt, um dann halt auch das Risiko runterzuschrauben. Sieht jetzt erstmal ein bisschen wüst aus, ne? Weil natürlich jetzt der rechnerische Entry halt da oben liegt. Aber das macht ja nichts. So, die 029 war das hier, ne? So, und ich würde aber hier auch genauso gut, sobald hier jetzt halt was kommt, ich bin tatsächlich hier auf einer Minute, sobald da was kommt, dann auch die Position nochmal reingeben. Ne? Das geht ja nur darum, dass man halt eben durch die Skalierung seine Chancen erhöhen kann und das Risiko begrenzen kann. So, ist natürlich kein Garant, dass sowas funktioniert, das ist klar. Aber ich glaube, alle, die das halt irgendwie auch schon ein bisschen länger mal verfolgen und auch mal die komplizierten, skalierten Trades von meiner Seite mal irgendwie ein bisschen genauer verfolgt haben, dass von denen sind schon einige auf den Zug aufgesprungen und sagen mittlerweile auch, Skalierung ist echt das Beste, was man eigentlich machen kann. Aber dazu gehört eben auch, wie ich ja auch gerade gezeigt habe, genauso die Bereitschaft, dann auch mal zu sagen, ja gut, ich gebe halt auch genauso eine von den Dingern dann halt entsprechend auch mal im Minus raus, ne? Ganz klar. So, ne, jetzt ist die nochmal drin. Ich würde die auch tatsächlich, ne, wenn ihr hier runterkommt, nochmal rausgeben. Also gar kein Problem. Ist dann halt ein bisschen Fleißarbeit. Aber erstmal bin ich ja noch grundsätzlich in dem Ansatz, wie ich ihn halt vorhin gezeigt habe. Also hier sieht man jetzt dann halt die beiden Positionen. So, wäre halt jetzt nur wichtig, dass wir natürlich halt auch Gegenbewegung bekommen. Und wenn einem das zu anstrengend ist, dann kann man natürlich auch sagen, ja gut, dann schmeiße ich das Ding halt raus und warte, bis er sich ein bisschen mehr beruhigt hat. Weil da passiert irgendwie noch nicht so wahnsinnig viel. Was man jetzt hier sieht, ist im Orderbuch, dass halt zumindest hier mal, ob das dann echt ist, oh, die Skalierung, die macht einen echt irre. Ja, und da ist er auch schon wieder weg. Und dass halt zumindest sich da so ein paar Käufer da halt gerade aufstellen. Immerhin. Ja. So, wie das dann um 10 Uhr endet, weiß keiner. Aber genau wie im Daily ist natürlich jetzt auch die Stundenkerze erstmal Platzhalter, auch wenn sie gerade nicht wirklich schön aussieht. Ne? Das ist überhaupt keine Frage. Tja, jetzt bräuchte man ein bisschen Gegenwehr. Ich glaube, ich mache gleich mal irgendwie die Tür da drüben zu. Sind alle eingeschlafen oder? So wenig Text hier heute bei den Kommentaren. Guck mal, rührt sich gar keiner. Bin ich noch da? Oder rede ich die ganze Zeit hier? Ah, ich bin noch da, gut. Du bist noch da. So. Ah, sehr gut. Dann kommt hier ein bisschen was. So, genauso gut könnte man jetzt, ne, wenn er jetzt irgendwie sich dazu entschließen sollte, ein bisschen mehr Gas zu geben, natürlich genauso auch im Plus versuchen aufzubauen, aber erstmal muss er natürlich ins Plus kommen, das ist halt auch klar. Also hier die 56, 47 Punkte, die jetzt halt hier da angezeigt werden im Minus, das ist natürlich gerechnet auf die erste Position. In Wahrheit ist es natürlich nur ein Viertel, ne? So, ich würde das jetzt hier mal versuchen, da oben mit rauszukommen. Nur einfach hier über den letzten Hoch, im M1 ist auch lange her, wo ich das im DAX gemacht habe. So, muss aber natürlich jetzt auch bitte schnell gehen. Ansonsten wäre das natürlich nicht so klasse. Aber grundsätzlich, ich gehe gleich nochmal rüber.
aufs große Bild haben wir jetzt hier erstmal so ein bisschen Reaktion. Also in der grünen Zone, warum die hier nicht angezeigt wird, weiß ich allerdings auch nicht. Ja, die war vielleicht ein bisschen früh, die dritte hier. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, und was ich halt mache, sieht man ja auch entsprechend hier nach unten auch immer wieder die Skalierung. Also quasi, wenn man das so will, ist es halt eigentlich ein eigener SL für die skalierten Positionen. Und so, dass ich natürlich halt auf der Unterseite dann auch das Risiko begrenzen muss. Ups. So, also jetzt sind noch zwei drin. Der Trade ist schon auf Null. Und wäre natürlich jetzt gut, wenn da halt noch ein bisschen Reaktion nach oben kommt. Ich würde halt hier an der Stelle, also wenn jetzt hier nochmal über die blaue, ne, was hat hier auch so ein bisschen die Hochs markiert, wenn er darüber läuft, da würde ich erstmal nochmal einen rausgeben und dann halt mal sehen, ob da noch was nachkommt oder halt nicht, ne. So, aber grundsätzlich passt das für meine Begriffe. Erstmal, was er hier macht. So, 186, ne, war die andere. Da war der. Ich gehe mal noch mal kurz rüber. Beziehungsweise 187. So, aber zumindest sieht man ja, dass halt irgendwie so der Price-Action-Ansatz irgendwie dann doch echt immer wieder nicht so falsch ist. Ich gehe mal kurz rüber auf das Bild hier. Ne? Hier sieht man ja jetzt, so deswegen die 187, also wir stochern, haben jetzt einmal da reingestochen, ein bisschen drüber, das ist völlig okay. Auch der Dow hier ein kleines neues Tief. Da hätte ich eigentlich gedacht, der kann noch ein bisschen mehr, aber die Stunde ist ja auch noch nicht vorbei. Ne? Aber generell ist natürlich der Ansatz oder der Versuch, dass das hier natürlich hält, also diese Zone einfach wegen des Clusters hier, wegen des Tiefs da unten. Und dass wir da halt versuchen auch, oder der DAX halt versuchen sollte, im Idealfall die Stunde trotzdem in Grün abzuschließen. So, ob das jetzt wirklich so kommt, keine Ahnung. Aber man sieht zumindest mal, es sind Käufer da. So. Und mehr weiß ich ja auch nicht. Außer, dass da welche sind. Wie weit die kaufen, das steht natürlich auf dem anderen Blatt. So, jetzt muss ich mal gucken, ob da schon rausgehen müssen. Ja, nicht unbedingt. M15 sieht noch ein bisschen traurig aus. Mal gucken, was danach die Knoppers-Fraktion macht. Also die 9:30 Uhr, Damen und Herren. Mal gucken, ob die halt uns hier ein bisschen helfen oder ob die noch ein neues Tief sehen wollen. So, ich würde den hier jetzt allerdings erstmal ein bisschen großzügiger schieben, weil ich ja hier jetzt auch nochmal einen Teil schon im Plus aufgelöst habe. Ja, man sieht ja, der Break-Even wandert ja jetzt erstmal mit runter. Das ist ja auch Sinn und Zweck von der Übung. Aber ich hätte vielleicht tatsächlich hier noch eine rausgeben können, noch eine zweite, aber jetzt warten wir erstmal ab. Also 187, da würde ich mal behaupten, die sehen wir auf jeden Fall noch während der Stunde hier. Weil es auch hier oben hier im M15 sieht man es ja ein bisschen besser, hier so die letzten Supports sind. Also wenn er halt wirklich runter will und auch unten bleiben will, besser gesagt, dann müsste er eigentlich hier zumindest mal nochmal dran laufen. Wobei, wenn er das jetzt machen sollte, also hier nochmal auf die 200, da würde ich auf jeden Fall erstmal ganz auflösen und dann halt, glaube ich, mal eine Stunde warten und dann halt mal sehen, wie die ganze Geschichte hier weitergeht. Weil er halt, natürlich der Grundansatz ist ja immer der gleiche. Aus Support wird Widerstand und umgekehrt. Und das heißt, das haben wir natürlich hier im 15-Minuten-Chart genauso wie Stunde oder im Daily. Ne? Das ist ja halt im Endeffekt alles das gleiche Spiel. Na, jetzt haben wir hier die 15 Minuten, machen wir jetzt fertig. Da kann es also schon sein, dass da halt noch ein bisschen jetzt noch mal einer nach unten drücken will.
Weiß ich halt nicht. Wenn der mit zu viel Bums da runterkommt, wie gesagt, dann gebe ich eine nochmal raus und würde die dann versuchen, hier unten dann halt dann auch nochmal einzufangen. Ja. Hoppla, so nicht. Und wenn dann eher so. So, aber trotzdem, ne, nicht, bitte nicht einfach blind nachmachen. Weil es kann natürlich auch, wenn die Chance höher ist, es kann natürlich trotzdem auch mal daneben gehen. Ne? Ganz klar. Also bei mir ist ohnehin Schluss. Ich habe das hier so eingestellt, dass ich auch nicht mehr als eine ganze Position reingeben kann. Den Rest schließt er mir dann, ob ich will oder nicht. Ich muss mal kurz hier die Tür zumachen, die Terrassentür. Moment mal bitte. So, da bin ich wieder. Was für ein Palast. Ja, genau. Was wir die hier immer treiben, das ist ja hier so ein Innenhof. Und ich meine, früher hat man mit Besen Laub weggemacht und so. Heute geht das irgendwie scheinbar nur noch mit einem 500 Watt Motorgebläse und genauso hier. Ich kann ja mal ansehen, was da unten macht, der schippt da irgendwas. Da steht jetzt so ein Riesenteil. Also. Im Innenhof ist das natürlich super, ne? Weil da hast du natürlich die Schallreflexion von allen Seiten. Ist, Ja, Norbert, genau das habe ich mir auch gedacht. was denn? Was sagt er? Ich habe auch die Zeit gestoppert. Ja, super. Ja, das ist, glaube ich, eher so die Norwald, die Größe vom Innenhof. Das kommt da schon eher hin. Ja. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen hier mit bisschen Bewegung. Meine Güte, nach oben natürlich bitte. Lieber Dax, nicht runter. So, jetzt haben wir noch 2 Minuten, bis der M15 hier fertig ist. So, ich komme mal kurz rüber. Der stochert auch da unten rum. Was haben wir? 500. 70. Er wühlt sich hier natürlich schon ganz schön durch. Ne? Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Also ist natürlich jetzt hier ganz klar, ne? M1 erstmal gegen den Trend. Also machen wir uns da nichts vor, ne? Das ist schon klar. Aber ich will ja halt hier. Ja, vielleicht ist auch ein Fehler. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Hier wird gerade gefragt, wie ich das eingestellt habe, dass ich nicht mehr Positionen reingeben kann. Das ist halt, das habe ich am Freitag auch schon gesagt, ne, das ist immer noch, das ist Beta. Und also auch hier mit der Anzeige ein Fünftel, ein Viertel und so weiter. Das ist noch nicht freigegeben. Aber die aus der Beta-Abteilung sollten das eigentlich kennen. So, jetzt gucken wir mal, hoppla. Gucken wir mal, was da passiert. Also wenn wir hier nochmal drüber laufen, wir stehen auch jetzt hier unter der VA, da kann man tatsächlich auch nochmal überlegen, nochmal die dritte Position hier oben reinzugeben. Wenn. Aber ich warte jetzt mal noch 30 Sekunden ab. Genauso gut kann es passieren, dass wir jetzt einmal kurz die Biege nach unten machen. Möglich ist es. Das ist ein bisschen Bastelposition hier. Ja, das sieht schon so ein bisschen aus. Kriegen wir gleich noch einen Rutscher. Weil die Frage ist, wie tief geht er? Geht er wirklich auf den 092? Ja, so ein kleines bisschen fehlt hier halt schon noch. Das ist halt so ein bisschen doof. Aber nachher weiß man es immer besser. Also mit nachher meine ich halt hier, wenn so eine Periode wie die
15 Minuten fertig ist. Da sieht man es natürlich dann deutlicher. Aber es könnte durchaus schon reichen. Muss jetzt nicht zwangsweise da unten hinlaufen und das Tief komplett ausloten. Wäre aber natürlich trotzdem legitim, völlig klar. Aber so ist das halt, wenn man sich dann gegen den kleinen Trendstand stellt, wie ich jetzt hier, dann muss man halt im Zweifelsfall ein bisschen Geduld mitbringen. Aber ich baue halt nach wie vor drauf, dass wir halt, auch wenn wir hier seitwärts sind, doch zumindest in die Richtung vom ganz großen Trend da uns irgendwann halt auch nochmal bewegen. Und am liebsten vor 10 Uhr natürlich, ne? Klar. Und wenn nicht, dann nicht. Das Gedrücke hier ist schon ein bisschen anstrengend. Also, aber wie gesagt, wenn der jetzt auch hier rausgeht, ne, macht nichts. Der geht auch unten wieder rein. Ich meine, blöd ist natürlich, wenn der jetzt rausfliegt, ich hier nochmal einkaufen, da nochmal und er dann trotzdem da unten drückt. Ja, das ist natürlich dann Pech. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Ich mache das jetzt hier erstmal manuell, das heißt also die Order hinterherziehen. Also was mir halt immer noch fehlt, ist die 187. Ne? Zumindest haben wir jetzt heute hier ja Wohler, ne? Auch wenn ich mich hier gerade dagegen stelle. Aber zumindest passiert mal ein bisschen was. Wir hatten ja auch schon oft genug Webinare, wo dann halt hier irgendwie 20 Punkte rauf und runter, eine Stunde lang. Dann ist, auch wenn es nicht aufgehen sollte, mir aber immer noch so lieber. Damit kann man zumindest was anfangen. Das heißt jetzt als Trade oder als Lerneffekt. So, ich mache den mal ganz kurz weg. Also wenn er das jetzt hier macht, wenn das jetzt hier nur so eine kleine Verlängerung von der 15 Minuten war, ne? Also was ich halt meinte, ist hier so ein kleines Tief wäre in Ordnung. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ausreicht. Aber dann hätte ich natürlich gern, dass wir einmal darauf zurückziehen und wie gesagt hier einmal an diese Range halt nochmal laufen. So, also die Order habe ich jetzt deswegen weggenommen, weil es ist halt ganz oft so, dass halt erstmal der Ansatz kommt und dann gibt es nochmal einen kleinen Rücklauf und ich würde mich dann halt eher so im zweiten dann nach oben versuchen mitnehmen zu lassen, wenn überhaupt irgendwas nach oben kommt. Momentan sieht es ja eher aus, als würde hier gleich alles sterben. Also man kann natürlich auch sagen, gut, ich gebe hier eine Stop-Order hin, aber dann kann es passieren, dass wir nur eine kleine Zucken kriegen, so einen letzten Ausholer nach oben und dann halt runter. Und deswegen würde ich da halt schon gucken, dass der zumindest da zweimal dann dran kommt, damit ich halt so ein bisschen mehr Sicherheit habe. Ne? Das wäre jetzt halt hier eigentlich genau das Level. So, das meinte ich halt, ne? Deswegen, zweiten würde ich den jetzt machen. Wenn er denn da Lust drauf hat. Sieht gerade irgendwie nicht so aus. Ne? Also, was man jetzt hier auch ganz schön sieht, alles skalieren nutzt nichts. Wenn der Markt sich nicht mal wenigstens ein bisschen in die Richtung bewegt, wo ich es gerne hätte. Weil dann wird einfach nur, wenn man das jetzt als Beispiel blind weitermacht, ja, und halt einfach immer wieder irgendwie kauft, 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 da wird nur die Position größer. Das bringt aber nichts. Und dann nachher das Geheule lauter. Das bringt halt gar nichts. Ne? Also deswegen muss halt schon gucken, dass man sich, dass man zumindest nicht alleine da ist. Momentan habe ich allerdings schon das Gefühl, ich bin ganz alleine hier im Markt, der Einzige, der kauft. Aber wie wir alle wissen, das kann sich auch schnell mal drehen. Also deswegen würde ich jetzt auch hier, wenn der runterkommt,
im Zweifelsfall auch nochmal rausgeben, dann halt oberhalb nochmal mich dann mit dem Markt dann halt lieber nochmal einstoppen lassen. Und ich bin auch recht sicher, auch wenn es vielleicht ein bisschen anstrengender wird als geplant, aber dass man das Ding hier schon noch vernünftig schließen kann. Der Lutz hat eine, Lutz hat die Glaskugel. Bei 15.085 wird er drehen. Da sind wir noch längst nicht. Aber passt natürlich ja grundsätzlich zu 029. Ne? So, jetzt haben wir hier den zweiten Anlauf über dieses Hoch. Das kleine Hoch, jetzt müsste nur wirklich hier auch mal was nachkommen. Ein bisschen was passieren hier. Komm, rauf mit dir. Ach ja. Und ihr so? Kann ich hier die ganze Zeit immer im Monolog verfallen. Auch wenn es das ja im Endeffekt wirklich ist. Aber so, mir fehlt wirklich, ohne Kamera fehlt mir was mittlerweile. So, komm, Kollege. Einmal da oben über die Hose nochmal drüber, zurück in die VA und dann am besten gleich zum POC. Der übrigens natürlich, ja gut, das wäre natürlich Luxus, ne? Also POC liegt hier oben bei 220, 222, das ist natürlich, das wären 100 Punkte. Das, ja. Für eine DAX-Eröffnung alles schon gesehen, gut, aber halt mit Anlauf weiß ich jetzt nicht. Das wäre natürlich Wunschdenken, aber davon sollte man sich ja generell frei machen. Aber was man halt wirklich oft sieht, deswegen wundert mich das jetzt auch nicht, dass wir hier erst noch ein neues Tief bekommen haben, dass halt die erste Bewegung, also ja, hier 15 Minuten, dass die nicht direkt nochmal negiert wird, wenn sie so aussieht, das ist eigentlich schon normal. Das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig okay. Jetzt kommt hier schon wieder nichts mehr nach. Ne? Das ist natürlich echt ein bisschen lame. Das ist echt so ein bisschen lame. Ja, der M5 sieht auch nicht so wahnsinnig einladend für Long aus, aber das würde ja natürlich dann, wenn wir halt hier eine lange Kerze da oben stehen hätten, aber Tendenz kurzfristig ist schon natürlich deutlich nach unten gerichtet. Aber wie heißt so schön, nur die Harten kommen in den Garten. Das macht der Dau gerade nochmal. Ich bräuchte echt noch einen vierten Monitor hier. Das ist also für die Webinare. Weil da muss ich nämlich immer umschalten. Mal gucken. Ja, der bremst da unten ganz schön. Natürlich echt, ist schon ein bisschen sauberer. Aber so wirklich passieren tut da auch nichts. Ja Gott, der wird doch mal eine Bewegung nach oben hier durchkriegen. Mal so ein bisschen mehr. Muss ja nicht mal eine Weltreise sein. Aber wenigstens so, dass ich den Break-Even halt mal ein bisschen runterzaubern könnte. Ja, die Käufer lassen sich echt ganz schön bitten heute. Ne? Es sieht fast so aus, als würden wir da unten den Stich auf die 092 da wirklich noch kriegen. Kann passieren. Kann passieren.
Und dann muss es natürlich auch ein Stich bleiben, halt auch klar. Tja, Mamanu. Besser Nasdaq als DAX. Naja, heute muss man das eigentlich jetzt nicht, ne, so sagen, weil er bewegt sich ja. Der M5 ist sehr short für mich, sagte Lutz. Ja, das habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, dass ich hier nicht das, also es ist ja immer ein Unterschied, ne? Manchmal sage ich, okay, ich mache halt hier einen Trade nur fürs Webinar, 20 Punkte rein, raus, fertig. Das ist ja halt der eine Ansatz. Und der andere ist, ich mache einen Trade, der dann halt eben sich über Stunden hält und den man halt am Abend auflösen kann. Und da, vielleicht ist ja auch der eine oder andere hier später dazugekommen. Und da ich ja vorhin hier speziell den Daily thematisiert habe, ne, mache ich jetzt natürlich hier keinen Trade, der jetzt unbedingt dieser Stunde aufgehen muss, sondern ich versuche hier wirklich was zu bauen, was dann halt eben bis heute Abend hält. Ob das jetzt gelingt, in dieser Stunde zusammenbauen, weiß ich nicht. Aber das heißt natürlich auch, dass ich mich jetzt hier erstmal gegen den kurzen Timeframe halt stelle und dass der Sport ist. Ich glaube, das sieht ja jeder, ne? Und man sollte dann auch davon ausgehen, dass ich durchaus auch in der Lage bin, das zu sehen. Deswegen, ne, nicht dran stören, ne? Also man ist hier so, oh ja, voll gegen den Trend. Es ist immer die Frage, wo ist überhaupt, also Trend und Daily, ganz klar Long. Da gibt es überhaupt gar nichts zu vertun, weil wir schweben da einfach nur in der Range. In den kurzen Timeframes, also in den mittleren, sagen wir jetzt mal die Stunde, Stunde ist seitwärts und die kleinen jetzt hier M5 und so weiter sind erstmal Short, klar. Ne? Reden wir nicht drüber, ist doch logisch. Und aber groß schlägt klein in der Regel. Und von daher finde ich das jetzt nicht weiter schlimm. Aber es kann natürlich jetzt sein, dass das Ding halt hier einfach nicht mehr zugeht. Also hier, der wird jetzt ein bisschen anstrengend gerade, weil ich habe den ja gerade versucht, hier nochmal reinzugehen, geben im Rücklauf. Und aber hier immer auch nur mit 5 Punkten rauf und runter. Weil ich schon damit rechne, dass der irgendwann halt ein bisschen rabiater halt hier reagiert. Und deswegen ist es so ein bisschen Arbeit, ne? Den dann halt hier zu verfolgen. Und aber wir kriegen schon noch die Bewegung da nach oben, weil dafür ist es für meine Begriffe viel zu langsam, was da halt nach unten hin passiert. Viel zu wenig Druck, als das halt irgendwie, siehst du, jetzt kommt er schon wieder darüber. Also das heißt, er hat eigentlich gar keine Lust, da unten durch zu schlittern. Und deswegen, so hier M15, die ist nämlich gleich wieder fertig. Deswegen ist auch völlig okay. Sieht irgendwie echt so aus, als würde da jetzt noch irgendwie so ein kleiner Stich kommen und dann hier irgendwie Schluss. Ich warte jetzt aber mal kurz, lass ihn jetzt erstmal so stehen. Klar, hält man natürlich hier. Also ist es halt, ne? Ich meine, das wäre natürlich völlig legitim gewesen, ne? Da oben habe ich ja vorhin gesagt, na, wenn wir hier mit Nachdruck runterkommen, könnte man auch überlegen, Short zu gehen. Ich glaube, da habe ich minimal zu lange überlegt. Das hätte man vielleicht dann schon mal machen können. Aber mir hat vorhin hier oben einfach so, ich hab nichts gesehen, ne? Außer dass es halt so sein könnte. Und wir waren, wie ich es ja vorhin auch beschrieben habe, für meine Begriffe zu nah an der Mitte dran. Und also im Daily, als dass ich da es irgendwie gut gefunden hätte, da mal einfach Short aufzumachen. So, jetzt haben wir nochmal eine 15 Minuten hier fertig. So, gucken, was der jetzt macht. Mal gucken, ob man hier irgendwo einen Rhythmus erkennen kann. Also für M5 drückt natürlich halt hier schon recht rhythmisch auch runter, wie man sieht. Ne? Also hier die ohne Docht, ohne Docht, ohne Docht. Also eigentlich 10, naja doch, so mit 5 Minuten Rhythmus ist hier schon so ein bisschen zu erkennen.
So, und da stehen wir am Tagestief und keiner kauft. Aber eigentlich ist Trading ja ganz einfach, ne? Man sagt ja nur unten kaufen, oben verkaufen. Also, wenn man nur wüsste, wo genau dann unten ist. Ja, das schreibt auch der Alexander. Das Orderbuch, ja, im Moment, dass es nichts bringen würde, ne? Also im Moment ja, im Moment ist ja auch nichts da, ne? Also das heißt, das Einzige, was wir hier sehen, ne, hier türmen sich halt so ein paar auf, halt nach unten hin. Das sieht man halt schon, ne? Interessant wird zum Orderbuch eigentlich immer erst dann, wenn der Markt wirklich anfängt zu laufen. Und wenn man dann halt sieht, dass zum Beispiel halt die immer größere Orders nachgeschoben werden, ne, in die Bewegungsrichtung. Und dann gibt das schon so ein bisschen Sicherheit, weil das sieht man auch ganz oft dann zum Beispiel, dass sobald dann halt zum Beispiel diese Order, die immer nachgeschoben wird, sobald die dann weg ist, und dann ist auch der Run vorbei. Ganz oft. Weil wenn die Order nämlich zu groß ist und also wobei natürlich zu groß auch so eine bisschen schwammige Definition ist, wenn sie aber so groß ist, dass sie halt eigentlich ins Marktgeschehen gar nicht reinpasst. Und dann ist nur die Frage, ist sie echt? Und wenn sie dann echt ist, und dann ist die nächste Frage, wer soll das Ding denn handeln? Ja. Und deswegen, da bringt es dann halt schon so ein bisschen was. So, ich würde jetzt hier mal nochmal eine manuell reingeben. So, und die letzte dann halt hier unten bei der 9.2 beziehungsweise 9.3. Und dann jetzt mal gucken, ob wir hier zu 10 Uhr hin nicht doch noch ein bisschen Bewegung dann halt auch kriegen. Es ist ja wirklich ein echt schreckliches Gedrücke da auf der Unterseite. Gerade nochmal, wo steht denn der überhaupt? Wo steht der denn? So, der macht auch nichts wahnsinnig Neues. Der Dow hier. So, da hatte ich ja gesagt, irgendwie hier in dem Bereich, der kann ein kleines neues Tief machen. Auf die 550 etwa wäre das. So, der kommt jetzt einmal. Ja, echt. Jetzt wird hier wirklich das Tief angetestet. Na gut. Ist in Ordnung. So, hier im Dow hätte ich natürlich jetzt die besseren Chancen. Ne? Das heißt also, wenn ich jetzt hier auf der Unterseite anfange, also hier jetzt auch als Beispiel mit einem Viertel, ne? Da bin ich natürlich jetzt wesentlich später an. Man kann das gleiche Spiel natürlich da halt auch machen. Und aber natürlich hier jetzt mit einer ganz anderen Gewissheit, weil ich natürlich jetzt hier auch schon unten in Anführungszeichen halt stehe. Ne? Auch erstmal zwei Positionen. Und dann halt mal sehen, wie der sich macht. So, aber hier fehlt halt wirklich so einer, der mal richtig kauft oder Short auflöst. Das ist alles schon ein ganz schönes Gedrücke und auch nicht linear genug. Also was man halt ja zum Beispiel auch oft sieht, das ist, wenn man halt wirklich so einen klaren Trend hat, irgendwie im kleinen Timeframe. So, der halt irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt hier schon in die Kategorie da halt reinfällt, aber der halt wirklich so linear halt nach unten geht. Und da ist immer nur die Frage, eine Frage der Zeit, bis so ein Ding halt gesprengt wird, ne? In genau die andere Richtung. Und das ist hier, weiß nicht, ob das schon linear genug ist. Man sieht halt schon, ne, dass es ja halt irgendwie da halt in die Richtung so relativ stetig halt drückt. Aber so ein wirkliches Muster kann ich da jetzt noch nicht erkennen. Aber zumindest werden jetzt hier die Gegenreaktionen schon mal langsam ein bisschen schneller. Entschuldigung. So, drei Positionen sind drin. Eine hätte ich noch. Aber die sitzt soweit, okay. So, und der Dow, wie gesagt, da habe ich jetzt natürlich ganz klar die besseren Chancen.
Aber ich hätte es auch nicht, obwohl im Dow hätte ich es jetzt schon gedacht, habe ich ja vorher noch gesagt, ne, dass wir da halt entsprechend, dass der nochmal neues Tief machen kann. Im DAX hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass der wirklich das Low da halt unten ausreizt. Das hätte jetzt nicht sein gemusst. Aber okay. Es ist natürlich halt rein von der so, markttechnischen Betrachtung natürlich völlig legitim, ne? Weil hier sieht man ja ganz deutlich, da ist das letzte Tief. Also ist das natürlich halt auch auf der Unterseite eigentlich der plausibelste Punkt. Mir hätte es halt nur nach dem H1 gereicht, also wie ich es ja vorhin gezeigt habe in der Übersicht. Ich mache das mal weg, bevor ich nachher nicht mehr verstehe, was ich da gemacht habe. In der Übersicht vom H1. Da hätte mir halt schon gereicht, wenn wir hier ein bisschen mehr Reaktionen gehabt haben. Aber es ist natürlich echt schon ein bisschen mies, so jetzt so da durchzudrücken. Also wir hatten ja vorhin die Reaktion, so ist es nicht, ne? Aber sie hat nicht gereicht. Ganz klar nicht gereicht. So, DAO ist jetzt genau da, wo ich sagte, da kann der ruhig hin und dort auch mal irgendwie guten Tag sagen. So. Na, das sollte er sogar. Macht er jetzt ja auch. Das ist auch soweit okay. Versucht hier unten aus der VA auszubrechen. Aber ob das gelingt, das steht auch auf dem anderen Blatt. So, 8 Minuten haben wir noch, bis die Stunde fertig ist. Da bin ich wirklich mal gespannt, weil oft ist es ja, oder meistens ist es so, ne, dass halt eigentlich die interessanteste Bewegung halt dann wirklich zum Schluss kommt. Und von daher bin ich wirklich mal gespannt, wie die Stunde hier schließen will. Ob die wirklich so da unten runterhängen will. So, den Dow hat es gefüllt auf der anderen Seite. Ja, da bin ich jetzt auch erstmal mit 2 Positionen drin. Da sieht man eigentlich ganz schön, wo der im Daily da auch gerade steht. Ne? Das ist also die Eröffnung vom Freitag. Knapp davor. Da fehlt nicht mehr viel. Noch ein paar Pünktchen hier. So in dem Bereich, hier die 400, die 550, mehr ist da eigentlich nicht mehr zu erkennen unten rum. Und hier, jetzt ist zwar im M1, aber man sieht halt schon, ne, so es geht nicht so wirklich darunter, beziehungsweise hier kommen halt einfach so die ersten Ansätze, das Teil zu kaufen. Ich hoffe, es kommen noch ein paar Ansätze mehr. Weil das Ding so zumachen, hätte ich natürlich jetzt auch nicht wahnsinnig viel Interesse dran. Und den hier unten, den dritten, habe ich jetzt deswegen halt nochmal reingegeben. Weil ich ja natürlich nicht weiß, ne, wird es ganz ausgereizt da unten und so oder so weiter als jetzt irgendwie da drunter will ich auch nicht mitgehen, ehrlich gesagt. Also dann sage ich, ja gut, alles klar, danke DAX. Das war's bis irgendwann vielleicht nochmal. Vor allen Dingen, wenn er dann halt drehen würde, ne? Das müsste halt schon mal gar nicht sein. Aber grundsätzlich sind wir halt hier jetzt so langsam am Maximum angekommen. Was für Long halt legitim ist, ne? Und alles darüber hinaus ist halt einfach nicht mehr legitim. So, ne? Sieht ja halt jetzt auch zumindest mal so, streckt sich dann doch immer wieder lieber rauf, relativ schnell. So, und das meine ich halt. Hier haben wir jetzt so ein Bild, wie ich vorhin halt meinte, wenn es so linear nach unten drückt. Hier sieht man, ne, das heißt, die Abstände hier werden eigentlich immer kürzer, ne, von der Eröffnung, von den Eröffnungskursen im M5. Und das ist eigentlich so ein Ding, das sollte nach oben auflösen. Also wenn auch jetzt nicht mit der M5, aber sowas geht meistens nicht lange. Wenn das hier so ganz schlapp nur noch irgendwie minimal tiefer schließt und immer kürzer wird
Und da ist dann ganz oft so was einfach zack, zack und dann knallt es nach oben. Das meinte ich halt eben damit. Und eigentlich ist das so das Bild, was man auch besser eigentlich abwarten sollte. Aber gut, ich war jetzt halt früher drin. Und das heißt ja nicht, dass ich das nicht trotzdem jetzt beachten darf und mich danach richten darf. Ne? Klar. So, und hier würde ich dann tatsächlich auch mal gucken. Weil einer von denen muss jetzt raus, wenn das was werden soll. Also nicht, weil der Markt was muss, sondern wenn ich sage, wenn das was werden soll mit Long, dann muss jetzt hier mal ein bisschen Nachdruck dann halt kommen. Nach oben. So, ne? Der passt auch. Schau mal. Eventuell muss ich dann heute hier ein bisschen überziehen. Vielleicht auch nicht. Kein Problem. So, noch 4 Minuten. Trotzdem will ich den hier unten auch nochmal sichern. Da. Jetzt haben wir, hier haben wir jetzt natürlich so einen Kandidaten. So, an der Stelle behaupte ich jetzt mal, ne, ich kann jetzt hier nur leiten. Meine Güte. Leider keine Position aufmachen, aber das ist so die Stelle, wo das Orderbuch schon was nutzt. Wenn die hier echt ist, ne, die wird ja gerade angehandelt, die Order. Und wenn die fliegt, so, und das ist ein klassischer Einstieg, genau da, wo er jetzt war, zack, wenn die echt war und die gekauft wurde, dann geht er jetzt nach oben durch. Mal gucken. Nämlich der das Ding, also voraussetzt, die war echt, ja, und der das gekauft hat, der wird jetzt hier nachlegen. Weil der hat die ja nicht gekauft, um hier dann halt aufzugeben. Und da finde ich das Orderbuch dann schon hilfreich. Und entsprechend müsste jetzt hier eigentlich ein Schuss nach oben kommen. Ich sage mal der, es kann natürlich auch eine die sein. Ja, aber sieht man, drückt jetzt halt hier zumindest nach. Und wenn man die jetzt zum Beispiel gehandelt hat, ne, das war hier die 1, 2, 3, glaube ich. Und dann kann man den Stop ganz knapp setzen. Ja, dann kann man den wirklich hier auch dann ganz gechillt runtersetzen. Da muss man gar nicht mehr Risiko eingehen, weil man halt jetzt hier einfach von dem, der das gemacht hat, oder die das gemacht hat, mit der Order davor. Ja, und da weiß man ja, da war entsprechend halt der Knackpunkt. Und da wird er halt dann auch versuchen, das habe ich schon wieder der gesagt, der Händler. Ja, ey, das ist, aber mich macht dieses Gender-Gedönse auch wirklich irre. Und dann wird man halt versuchen, entsprechend halt auch das Level zu halten, ne, und da halt nicht mehr unbedingt drunter zu fallen. Und deswegen hilft das Orderbuch zumindest dann halt beim Einstieg und bei so kurzen Dingern und dann halt entsprechend halt auch beim Stop-Management schon, ne? Also hier fand ich das gerade wirklich, also wer mag, kann sich ja die Aufzeichnung mal angucken und versteht dann vielleicht ein bisschen besser, was ich gemeint habe. Es ging nämlich gerade ziemlich schnell. Aber das ist schon, wie man sieht, genau die richtige Herangehensweise mit einem Orderbuch, das dann auch so zu machen. Ja, weil der ist ja gekauft worden. Und deswegen, wenn man dann halt so ein Ding, das kann man auch direkt per Stop machen, geht man über der großen Order, geht man dann halt long. Weil wenn natürlich eine dicke Order gekauft wird, und dann wird die ja nicht exakt gekauft, und der Markt bleibt dann stehen, sondern es ist ja ein Käufer, der entsprechend halt ein Interesse hat, da halt auch dran zu bleiben. Ne? Außer es ist eine Fake-Order, das sieht man dann halt natürlich am ehesten dann halt wiederum im Footprint oder halt hier auch in der Markttiefe, so wie so vom DAX halt, wie so vom DAX. Vom MetaTrader halt auch ganz gut angezeigt wird. So, zwei raus und siehe da, die Welt sieht schon ganz anders aus als eben noch. Ne? So, hier Plus Trade, wunderbar, guck sich das mal einer an. So soll es sein. Ne, der hier braucht vielleicht noch ein bisschen, aber jetzt hat man doch schön gesehen, irgendwie vorhin standen da ganz horrende viele Punkte im Minus, wobei die natürlich auch immer nur auf die erste Position gerechnet sind. Jetzt sind es hier noch, hier steht jetzt minus 25, sind aber eigentlich nur noch minus 13. Und wir haben jetzt halt hier die Chance, vor allen Dingen halt auch vom Tagestief kommend, das Ding komplett nach oben zu begleiten. So, ob das jetzt, wie gesagt, gelingt hier im DAX, weiß ich nicht. Aber wichtig ist eben auch,
dass man halt immer wieder auflöst, ne? Ich habe jetzt hier ein paar Mal sogar am Verlust aufgelöst, hat man ja auch schön gesehen. Jetzt hier die Teilposition im Gewinn und mein Break-Even wandert halt immer fleißig mit weiter runter. So, und im DAO war es natürlich jetzt halt wesentlich einfacher, weil ich dort halt viel später angefangen habe. Das ist natürlich dann wesentlich weniger Trade Management und das passt dann natürlich dann halt auch viel, viel besser. Ja, wobei, da kann man natürlich auch sagen, ja, gut, wenn der jetzt halt hier nicht mehr nachkommt, dann kann ich den auch zumachen, den DAO. Und nehme das jetzt erstmal, verbuche ich das mal auf der Gewinnseite hier für das Webinar. Ja, wenn man das jetzt halt mal sieht, hier plus irgendwie 60 mit einer Viertel, also plus 15. Ja gut, jetzt sind wir hier gerade wieder ein bisschen minus, aber dann war es gerade auch nochmal im Plus. So, eine wieder raus, den Rest lasse ich einfach hier unten stehen. Und baue einfach mal drauf, dass das das Tagestief gewesen ist. Also ich gehe davon aus, also ich fürchte nur, dass dann jetzt möglicherweise die Überziehung auch nicht mehr reicht. Ich gucke jetzt aber nochmal das Bild an, wie das überhaupt aussieht hier. So, ja, so ein bisschen unglücklich drunter geschlossen hier, ne? Also die Range war ja gerade noch grün, hat sich jetzt hier gerade gefärbt. Der DAO hat super sauber geschlossen, nämlich einfach nochmal hier über dem Support, der auch immer noch grün ist. Das heißt aber nicht, dass er das jetzt nicht auch trotzdem verkaufen kann, ne? Ganz klar. Ich gehe aber trotzdem davon aus, nach wie vor. Also wir haben zwar hier schon relativ massiv gerade irgendwie abwärts im DAX, aber wir haben halt hier auch 1, 2, 3, 4 Levels eigentlich, die halt nochmal nach einem Rücklauf halt schreien. Und allen voran ist natürlich hier oben der Bereich, da wo die letzten Supports waren. Ja, das ist natürlich dann nicht grün, das ist auch klar. Sondern red. So, also über die 187, da müssen wir eigentlich nochmal hin. Früher oder später heute. Und von daher ist das halt auch schon legitim, da jetzt halt, also ich habe jetzt erstmal nur die Hälfte von der Nummer raus und kann natürlich jetzt sein, dass ich hier nochmal ein kleines neues Tief mache, aber ich würde echt wetten, also ich meine, mache ich ja gerade, dass wir da halt oben nochmal hinlaufen, aber ich fürchte nur, da reicht jetzt auch eine Viertelstunde Überziehung nicht aus, weil dann müsste ich hier wirklich bis 11 Uhr komplett durchhalten und das, also das heißt durchhalten, ne? Also hier im Webinar. Und das ist zeitlich ein bisschen too much. So, hier wird es jetzt natürlich drum gehen. Also, was man jetzt halt zum Beispiel sieht, die 1, 2, 3, das war vorhin die Position von dem Käufer hier an der Stelle, die ist gerade überfahren worden. Das heißt, der scheint um 10 Uhr irgendwie fertig zu haben. Das scheint halt eine Short-Auflösung gewesen zu sein. Weil die ist nämlich gerade hier überlaufen worden. Da sollte man jetzt erstmal nicht mehr allzu viel drauf geben. Jetzt hier wäre es halt eher wichtig zu sehen, hält diese Aufwärtsbewegung, die wir halt hier gesehen haben, die ja schon ein bisschen massiver war, hält die, kriegen wir nochmal neues Tief oder nicht? Und was man natürlich jetzt hier machen kann, ich habe es ja gerade auch gemacht, das ist hier erstmal den Stop so ein bisschen verziehen. Und dann halt hier auf der Unterseite die 9,2, da fehlt ja noch ein kleines Stück, kann man halt nochmal neu reingeben. Was macht denn der DAO? Der schiebt auch nach unten. Erstmal, den hätte man schon hier oben rausnehmen können. Komm, ich mache mal einen dicht, dann haben wir hier wenigstens einen im Plus fertig. Ja, weil hier, das ist jetzt schon so ein bisschen böse, heißt aber noch nichts, ja, weil es ist ja noch nicht fertig. Und schon stehen wir wieder am Tagestief. Das ist natürlich schon gerade ein bisschen arg, was da runterkommt. So. Also. Und ich würde es halt genauso weitermachen. Ne? Meine Güte, ey, dass die sich ja nicht mehr was einfallen lassen können mit der Skalierung. Das ist wirklich nervig, einfach nur. So, das heißt, ich würde es genauso weitermachen. Also hier nochmal skalieren. Und jetzt erstmal davon ausgehen, dass das jetzt
hier erstmal nur eine kleine Übertreibung ist von dem eigentlichen Support, der bei der halt der 92 liegt. Und aber trotzdem muss man natürlich irgendwo, also hier drunter generell wird es jetzt langsam blöd, ne? Das ist halt auch klar. Also ich hätte ja vorhin hier tatsächlich fast schon komplett im Plus rausgekonnt. Aber zumindest habe ich jetzt hier aber auch wieder die Chance, nochmal halt eben entsprechend am Tagestief da halt einzukaufen. Und wenn ich halt dran glaube, dass wir das heute irgendwie noch nach oben auflösen, dann ist das natürlich hier auch die richtige Stelle, um das zu tun. Auch klar, ne? So, weil wir sind unten. So, und auch wenn wir jetzt hier ein kleines neues Tief haben, heißt überhaupt nichts, weil wenn man sich den Daily mal nochmal anguckt, dann stehen wir einfach da in diesem Support-Bereich drin. So, und was ich ja halt die ganzen Tage so ein bisschen bemängele, ist ja halt tatsächlich einfach, dass wir hier im Daily nichts mehr hinkriegen, was halt irgendwie mal ein bisschen länger läuft. So, und wenn ich aber davon ausgehe, dass der Markt halt schon noch irgendwie nach oben auflöst oder es zumindest versucht, dann ist das natürlich jetzt hier auch logischerweise die richtige Stelle, das zu versuchen, ne? Und nicht hier oben und dann halt zu sagen, ja, blöd, wenn er dann am Ende des Tages doch irgendwie grün geschlossen hat. Sondern die Chance ist natürlich da und darauf baue ich ja hier, dass alles, was wir jetzt sehen, bis heute Abend einfach in einer jähen Lunte nach unten endet, ne? Und dass wir hier jetzt irgendwo langsam dann auch fertig sind, ne? Auch wenn wir jetzt hier im kleinen Timeframe, also hier mit dem M15 nochmal, oh, siehst du, ist das schon wieder Gegenbewegung, im M15 da erstmal das Tief unterschritten haben, aber es ist halt eben dann auch nur der M15. Ne? Ich zeige es nochmal. So, das hier. Macht nichts, macht überhaupt nichts, ne? Weil der Markt ist seitwärts, da kommt es jetzt so genau nicht drauf an. Man sollte halt jetzt wirklich nur aufpassen, wenn jetzt hier immer noch weiter runter drückt, dann kann es natürlich auch logischerweise sein, dass das Ganze halt nicht aufgeht und wir nach unten wegkippen. Klar. Aber so hat man zumindest gesehen jetzt auch gerade, glaube ich, mal ganz nett, wie man so eine Skalierung dann halt machen kann, auch wenn es irgendwie gerade nicht für einen läuft. Und wie man damit umgehen kann. Und trotz, dass man halt irgendwie jetzt einen Einstieg hatte, der jetzt nicht so klasse war, aber wie man dann trotzdem mit so einer Position umgehen kann. Und wie gesagt, es gehört jetzt natürlich so ein bisschen Glück auch dazu, muss man leider so sagen, dass natürlich jetzt auch im Nach, dass das Bild dann auch so wird, wie ich mir es halt vorstelle. Klar. Aber selbst das kann man ja hier managen, aber was ich nicht managen kann, ist, wie der Markt sich bewegt. Was ich aber managen kann, ist halt hier natürlich mit so einer Herangehensweise das Risiko, ne? Ganz klar. Und von daher finde ich das auch immer wieder völlig legitim, das so zu machen. Und man muss es halt mit Bedacht machen. Aber ich glaube, dafür war das jetzt hier, das Webinar gerade echt mal gut. Und um das auch mal zu zeigen, ne? Weil das immer so ganz schwierig ist mit den skalierten Positionen, wie geht man damit um? Und ich habe es ja schon ein paar Mal versucht, irgendwie in Facebook, aber ich glaube, nach dem 10. Post oder 20. Post dazu steigt dann einfach auch keiner mehr durch. Und von daher ist das, glaube ich, auch mal ganz nett. Ich gucke mal hier gerade die Fragen da durch. Das Webinar verfolgte ich nur gesehen, dass die Stunde unter der 146 schließt, laut Legende doch Short. Richtig. Also, zeige ich mal ganz kurz. Also Legende heißt ja immer, Stunde schließt runter, geht's Short, Stunde schließt drüber, geht's Long. So, wir haben aber nicht nur einen Schlusskurs unter der 146, sondern ja auch einen unter den oberen Leveln. Ne? So, das heißt, entsprechend, oh, Dow gibt gerade Vollgas, entsprechend gehe ich davon aus, also grundsätzlich ist Short erstmal unter der 187, ne, oder sogar unter der 224. Da fängt mein Short eigentlich ja an, mein Short-Trigger. So, wenn ich aber jetzt vier Levels hier am Stück habe, oder sagen wir mal drei, ja, ich hätte wirklich auf dem, und ich muss mal hier gucken, dass ich mich nicht hier in der Theorie gerade verliere. Da kommt schon wieder hier Gegenwehr, kaum ist die Order gefüllt.
Aber macht ja nichts. Machen wir nochmal einen im Plus raus. Und passt doch schon wieder. So, ich gehe mal nochmal zurück. Beziehungsweise, genau. Also auch wieder, waren auch wieder gerade 10 Punkte plus oder so in der Teilposition. Und dann hier unten einfach nochmal reingehen. So, also nochmal. Grundsätzlich richtig, ne? Das halt, also man sieht zum Beispiel, jetzt kriege ich schon Sprachfehler, zum Beispiel hier auch, dass halt der Markt das schon ja alles recht gut antizipiert. Ne? So, aber die Legende sagt natürlich, und der Einwand ist ja auch berechtigt, ne? Also, dass ich das ja entsprechend als Triggerlinien sehe. Das heißt, wenn eine Kerze drunter schließt, short. Wenn eine Kerze drüber schließt, long. So, ein Problem habe ich nur an der Stelle damit, dass ich halt eben sehe, dass das erste drunter eigentlich da oben die 224 ist, wobei das jetzt eine Seitwärtsrange ist, die würde ich da jetzt mal nicht so wahnsinnig gewichten. Aber doch zumindest mal hier auch unter der 187 hier, und dann auf der Oberseite vom Gap die 180 und natürlich die 146. Und das heißt, vom Prinzip her ist natürlich halt dieses Short-Gedrücke hier jetzt schon richtig, aber nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, weil das sagt ja eigentlich auch die Legende, dass ein Rücklauf einer entsprechenden Marke halt short ist. Und wir hatten hier weder einen Rücklauf an die 146, noch an die 180 da oben, noch an die 187. So, und das heißt, ich kann eigentlich, auch wenn ich jetzt erstmal kurz so ein bisschen gegen den Intraday-Trend bin, habe ich das natürlich dann auch im Auge. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, wenn wir einen Rücklauf an die 187 kriegen, gehe ich raus. Habe ich ganz am Anfang ja schon gesagt, nehme ich natürlich, weil ich das ja auch im Auge habe hier. Ne? Ganz klar. Und ich weiß halt eben auch, dass es wahnsinnig selten ist, dass der Markt zum Beispiel dann halt eben einfach alles überall drüber läuft. Das passiert so gut wie nie. Ne? Sondern in der Regel ist es ja halt wirklich so, dass man halt die Rückläufe hat. Und darauf verlasse ich mich jetzt halt ein bisschen und würde mir dann natürlich danach überlegen, was ich mache. Ich meine, auch wenn ich jetzt die Idee habe, wie die Tageskerze enden soll, heißt das ja nicht, dass ich das mit der ganzen Position mache. Da kann ich auch genauso gut sagen, na gut, wenn wir den Rücklauf dann hier irgendwann mal haben, dann schmeiße ich erstmal fast alles raus und gucke erstmal, was passiert. Und erst wenn wir wieder über der 146 schließen, dann mache ich halt alles wieder auf. Ne? Klar, weil auch wenn wir jetzt hier die erste Stunde, die das Bild so gibt, vielleicht die zweite halt auch noch. Das heißt ja nicht, dass den ganzen Tag so läuft. Ne? Und deswegen habe ich natürlich alles schon auf dem Schirm und der, wie heißt, der Einwand hat natürlich dann auch seine Berechtigung. Gut, alright, also. Ja, der Heiko hat hier auch gerade kurzfristig, die Order war echt, ne? Hat man vorhin auch schön gesehen, das ist echt gut, echt nett gelaufen. So, ich komme hier mal durch, irgendwas gesehen? Nö. Gut, also da ist es halt echt so, das war wirklich ein nettes Paradebeispiel dafür, wie das mit dem Orderbuch gerne laufen darf, ne? Oder wo man es halt wirklich dann auch einsetzen kann. Gut, so, dann machen wir an der Stelle jetzt erstmal dicht. Ich gucke mal vielleicht, wie ich es nachher schaffe, dass ich dann halt auch nochmal zu dem Trade dann was schreibe in der Facebook-Gruppe. Und gucken, wie die Nummer hier aufgeht, weil ich werde die natürlich jetzt erstmal laufen lassen und ich bin nur gleich wieder im Programmiertunnel, von daher kann es natürlich auch sein, dass es erstmal wieder ein bisschen dauert. Aber im Prinzip ist ja eigentlich soweit klar, behaupte ich mal. Gut, so heute mit ein bisschen Überziehung, 90 Minuten Webinar, aber ich glaube mit ganz netten Inhalten doch, ne? Auch wenn das Ding hier noch nicht so ist, wie es sein soll. Aber ich bin da eigentlich ganz zufrieden mit, dass der Markt hier mitgespielt hat, wie er sollte und dass man wirklich halt hier auch so ein paar Sachen zeigen konnte, wie sie funktionieren können. Das ist eigentlich im Zweifelsfall auch viel netter. So, dann sage ich mal Dankeschön an der Stelle fürs Dabeisein. Natürlich auch an dich, Nelson, dass du noch nicht eingeschlafen bist, obwohl ich weiß es ja nicht. Du bist ganz schön still Nein, geworden nein, nein, nein. die letzten 30 Minuten. Okay. Okay, so. Und dann sage ich mal, bis irgendwie zum nächsten Mal. Ich glaube, in 2 Wochen sehen wir uns wieder, ne? Ich meine, nächste Woche ist Helpdesk am Montag. Ach, okay.
Ja, dann sehen wir uns ja nächste Woche schon wieder. Dann, ja, dann sage ich doch mal von meiner Seite bis Montag. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und gebe dem Nelson gerne das letzte Wort. Bis dann. Super, vielen, vielen Dank, Dirk, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Sehr viel Inhalt, deswegen werde ich schauen, dass die Aufzeichnung so schnell wie möglich online kommt. Dann kann man das alles nacharbeiten. Ansonsten vielen Dank an alle Teilnehmer, die wirklich von Anfang bis Ende die meisten da geblieben sind. Und wünsche noch einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche. Würde mich freuen, wenn Sie dann nächste Woche wieder dabei sind. Also, bis dahin alles Gute, passen Sie auf Ihre Position auf. Tschüss.